Hallo Leute, weiter geht's bei Eternal Darkness. Wow, es wird immer schlimmer hier. Wir gehen mal durch diese seltsam aussehende Tür hier, die verschlossen ist. Kacke! Wenn die verschlossen ist, dann habe ich ein Problem irgendwie. Ja. Halt! Ich möchte mir das Symbol genauer ansehen, aber er möchte es nicht sehen. Aber was ich jetzt noch versuchen möchte... Ja, jetzt könnte ich einfach nur zur Verstärkung die zwei anderen Dinge einsetzen, vermutlich, oder? Ich weiß nicht. Ich möchte es dann mal einsetzen, wenn ich irgendwie meine Waffe verzauber oder so. Wenn es dann wirklich notwendig ist. Wie komme ich da rein? Ich weiß es nicht. Es steht auch nichts von wegen, ja, Magie könnte da vielleicht etwas ändern oder so. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Beweis, dass dieser Augustus hinter der ganzen Sache steckt. Vielleicht kann ich jetzt auch einfach nur zurückgehen und unserem Freund die Aufzeichnungen bringen. Das werde ich jetzt als nächstes versuchen. In der Hoffnung, dass ich nicht angegriffen werde. Oh Gott, ich fühle mich einfach irgendwie nicht ganz sicher hier. Kann ich die Steine wieder mitnehmen? Das wäre geil. Nee, leider nicht. Nicht ganz logisch, aber... Ja gut, dann würde der Gang wieder zugehen vermutlich, aber das fände ich eigentlich auch relativ gut. Ja, mach auf da. Ja, bisher kommen keine Gegner. Das gefällt mir. Ja, ich weiß, dass du erschöpft bist. Ja. Aber es geht ja schließlich um deinen Arsch, verdammt. Es ist gefährlich hier. Wow, von dieser Ansicht durfte ich das noch nie sehen. Offenbar ist das richtig so. Ich lasse ihn erst wieder zu Kräften kommen. Und dann gehen wir weiter. Wow, wenn da oben jetzt jemand langgelaufen wäre, das wäre echt der pure Horror gewesen. Wo sind eigentlich alle diese Typen? Dieser Augustus-Typ und so weiter. Wir waren jetzt überall und haben sie zum Glück, ja zum Glück, noch nie gesehen. Nur unseren Freund hier, der Glockenleut-Typ, ja. Ja, ich möchte gar nicht da nach unten sehen, ganz im Ernst, ich möchte nicht. Ich möchte einfach nicht. Ich möchte jetzt, dass unser Freund da ist und uns den Schlüssel für diese komische Tür gibt. Ja? Bist du da? Ja, du bist da. Okay, also mein Freund, was sagst du denn? Brother Andrew suspected Augustine all along. I managed to find remnants of his journal. And it all points to Augustine's involvement with a paganistic cult operating inside the cathedral. Aye. The cathedral's dark secret has been uncovered. I too suspected this, but was too afraid to act. Augustine himself is a heretic. He has covered his tracks well, claiming that the sacred relic, the hand of Jude, was stored here. He had those who came to see it murdered. The hand of Jude never existed. And with that realization, the trap closes, brother. My days here are numbered. I awoke to find this cruel dagger placed upon my pillow this morn. It can only mean one thing. I know too much, and they are moving to silence me. I can only hope that what little faith I have left is enough to save my soul. Please. Take this thing away from me. Its very sight troubles me to no end. May your faith protect thee, Brother Luther. That's all you have. Uh-oh. Ja, Opfermesser überreicht. Das ist ja gut, aber ich will zurückgehen. Ich will zurückgehen. Ja, jetzt ist er schon weg. Ihn haben sie offenbar auch geschnappt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Es ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott, dieses Spiel. Es ist... Wow, das ist der Wahnsinn. Ganz im Ernst. Wow. Oh mein Gott, ich habe... Immer mehr. Was? Oh Gott, dich habe ich jetzt gar nicht gesehen. Fick dich.
Kann ich das benutzen? Nee, ich kann nicht damit kämpfen. Okay, erstmal das Vieh erledigen hier. Bist du tot? Bist du. Zack. Okay, ich kann nicht mit diesem Dolch kämpfen, aber ich kann ihn prüfen. Ein kunstvolles, langes Messer mit dem Menschen geopfert werden. Das Böse, das von ihm ausgeht, ist so intensiv, dass Paul es nur mit Widerwillen aufhebt. Wieso aufhebt? Er hat bekommen. Die Seelen, die dieses Messer geraubt hat, scheinen im Metall weiterzuleben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, aber zum Glück wissen wir... ich hätte gerne die Fackel. Zum Glück wissen wir, was wir damit tun müssen, nicht wahr? Ihr auch? Wow! Ja, ihr seid ja nicht dumm. Ihr seid klüger als ich. Deswegen wisst ihr das auch. Warum stirbst du nicht? Stirb! Zack! Ja, ich muss auf dem richtigen Weg sein, wenn jetzt solche Viecher kommen. Wie sieht meine Gesundheit aus? Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Hier kommen bestimmt die Nächsten. Nein? Aber gleich kommt bestimmt dieser scheiß Pius Augustus. Oder Augustin. Ist mir egal. So, hier runter. Nee, da runter bitte. Ja, ja, ja. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ja, beruhig dich erstmal wieder, mein Freund. Mein Freund Lufer. Beruhig dich erstmal. Hier durch. Oh nein. Was ist das für ein Vieh? Ist mir egal, ich töte es einfach. Oh nein. Zack. Ja, geht weg da. Wow, da steht wieder was. Was so ein... Wow. Ja, ich sehe viel zu wenig. Stirb doch mal. Stirb doch mal. Mein Gott, stirb doch mal. Warum treffe ich das Scheißvieh nicht? So, jetzt aber. Wow. Okay, ich habe es definitiv erwischt. Hab's definitiv erwischt. Aber jetzt möchte ich mal kurz was testen. Einfach nur so, damit wir es mal gesehen haben. Erholung, wie geht das nochmal? Nein, prüfen. Das H und dieses Ding. Narukat und Santak. Ja. Das da. Das da. Das da. Und wo ist Santak? Das da. Kann ich jetzt zweimal das noch sprechen? Ja, das klappt. Das klappt. Bin ich jetzt geheilt? Nee. Hä? Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Ich konnte es... Ah, ich muss es zuerst sprechen, damit ich es dann einsetzen kann. Ah, ich verstehe. Ah, so habe ich dann quasi einen Full Heal. Ich verstehe. Ich verstehe es jetzt mittlerweile. Doch, jetzt habe ich es raus. Oh oh. Vorsichtig. Nein, das sind sogar zwei. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Klapp, 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 klapp. Und weg. Gut. Alles klar. Wow, mit dieser Verstärkungsrune werden dann meine Waffen noch mächtiger, oder? Wie muss ich das verstehen? Ich glaube ja. Das werde ich dann gleich testen gehen. Aber erstmal vermutlich diese seltsame Tür öffnen. Was? Stirb! Und stirb! Ja, ihr könnt gar nichts, versteht ihr? Gar nichts. Ihr seid brandgefährlich quasi. Versteht ihr? Brandgefährlich, weil wegen... Ja, vergesst es. So, Ruhe ist jetzt. Noch nicht hier, noch eins weitergehen. Hier durch. Hier kommt bestimmt auch wieder ein Vieh, oder? Es ist so dunkel, ich muss mit der Fackel umherlaufen. Sorry, Leute. Ich sehe echt nichts. Ich müsste halt vielleicht mal mein Zimmer ab... Oh nein. Mein Zimmer abdunkeln oder so. Moment, das werde ich jetzt nutzen. Ja, das hier gleich verwandeln. Das wieder muss grün sein, oder? Dann werde ich jetzt einen ultra-roten Spruch machen, ja. Zuordnen. Nein, prüfen. Was brauche ich denn? Antor Bock und Magormoor. Okay. Das da.
Das da? Das da? Und das da? Und dann zweimal verstärken, bitte. Dieser Spruch habe ich entdeckt. Ja, und deswegen kann ich ihn jetzt hier auch verwenden. Das da auf das da, bitte. Diese Waffe muss jetzt ultra effektiv sein gegen dieses scheiß Vieh da. Nee, es lebt immer noch. Toll. Super. Oh, was? Oh, was? Fick dich. Stirb! Okay, für einen One-Hit hat es dann nicht gereicht. Aber ich vermute doch, dass die Waffe dann ultra stark ist. So, wo ist meine... Da. Laden, bitte. So, einfach damit sie geladen ist und ich sie einsetzen kann. Okay, dann darf ich vermutlich hier dieses Messer benutzen. Das da. Jawohl. Ich muss ihn jetzt quasi... Ja, ich muss ihn quasi bildlich töten. Und dann geht... was? Was? Bla 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 bla. Das Echo seiner Schreie hallt in Pauls Ohr nach. Ja, definitiv. Okay, aber ich kann noch nicht durch diese komische Tür hier gehen. Nee, die ist verschlossen. Alles klar. Heißt für uns, wir speichern mal wieder. So nämlich. Und spielen dann weiter. Hier ist wieder so dunkel. Menu. Wenn meine Fackel wirklich auch stark werden könnte, das wäre ultra geil. Oh oh. Oh oh. Verstehe. Eine. Da muss ich das starke Ding zum ersten Mal wirklich benutzen. Ich verstehe. Also ich muss Rot benutzen. Und zwar mit Aufhebung. Prüfen. Unendlichkeitszeichen dieses Pi. Ja, 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 ja. Neuer Spruch. Mit Rot, ja. Das da. Und das da und zweimal verstärken, vermutlich. Ja. Sehr gut. Und damit, das müsste ich jetzt quasi sprechen können. Aufhebung, ja, das müsste ich sprechen können. Und Root. Hä? Nee, das war falsch. Verdammt nochmal. Aufhebung, das da brauche ich. Root. Ja. Jetzt könnte man sagen, ich habe das ganze Spiel mit der Magie verstanden. Definitiv. Perfekt. Wow, es gefällt mir ultra cool, dieses System. Ultra cool. Oh oh. Oh oh, da liegt jemand. Da liegt jemand. Lalalala. soll ich jetzt schon beenden? Nee, wir sehen uns das noch an, komm. Wer ist das? Ist das unser Freund? Ich glaube ja, oder? In der Lache seines eigenen Blutes liegt der Kustos. Paus einziger Verbündeter im Kampf gegen die Finsternis. Seine Seele wird noch keine Ruhe gefunden haben. Ein unsicheres Band bindet sie an den Altar, wo sie über den eigenen erstarrenden Körper Wache hält. Paul füllt alle Hoffnungen schwindend und weiß, dass seine Situation nun tausendmal schlimmer ist als zuvor. Nun ist er allein im Kampf gegen die Finsternis. You are a clever man, Brother Luther. Wanting answers to clarify your new position as fugitive, you seek them out, and this is what you find. Tell me, what does a man such as yourself think of when he finds a viper's nest of heresy, when he finds the very source of corruption? I think of irony. Irony of what you, masquerading as a member of the Inquisition, stand for. And that you stand for evil. Evil is merely a perspective which no longer concerns me, Luther.
You will be executed in the most painful manner imaginable. After we have broken your frail body and mind, in the name of our true lord, Zelototh. Come, my children. Feast on this morsel, and let us return to our preparations. Oh nein. Oh nein, solche Mistviecher. Moment, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Das kriege ich hin, Moment. Sprüche. Isolierung. Ja, ich muss das zuerst sprechen. Ich muss das zuerst sprechen, verdammt. Der Kreis ist das Unendlichkeitszeichen. Ja, ja, ist gut. Den muss ich zuerst mal sprechen. Damit. Rot. Das da. Das da. Und zweimal verstärken, bitte. Und der Spruch ist da. So. Den werde ich jetzt definitiv sprechen. Isolierung. Sprechen das da mit Rot. Was? Oh nein! Nochmal versuchen. Komm, 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 schnell. Nochmal versuchen. Es muss klappen. Bitte, bitte, bitte. Ja. Ja, ja, immerhin, immerhin. Immerhin einmal getroffen. Ich muss ihn da reinkriegen. Immerhin einer. Wow, das Vieh ist gleich tot. Das da bestimmt auch gleich. Ist das geil, wenn ich so eine Isolierung machen kann. Ist das geil. Okay. Ja, hier kann ich offenbar nichts mehr tun. Und für dich, mein Freund, kann ich vermutlich auch nichts mehr tun, oder? Nein. Ruhe in Frieden, mein Freund. Vielen Dank für deine Hilfe. Leute, das war's für heute mit Eternal Darkness. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.